Also für mich macht ein gutes Buch aus, es muss vom Inhalt her sehr interessant für mich sein. Das muss ich so einfach weglesen. Wenn man einfach nicht mehr aufhören kann zu lesen. Na, ein gutes Buch muss mich fesseln. Muss nach den ersten Seiten schon sagen, okay, ich will dich weiterlesen. Und eigentlich muss es interessant sein und bis zum Schluss eigentlich spannend bleiben. Auch spannend soll es sein. Dass es spannend ist, dass es nicht zu viele Erklärungsphasen zwischendrin gibt, wo man irgendwie einfach nur abschaltet. Die Spannung und natürlich der gute Schreibstil. Wenn die Schreibweise zur Geschichte passt oder bei Biografien, dass das alles authentisch ist. Ein Buch soll interessant sein, soll entspannen, soll neugierig machen auf den Schluss und soll interessant geschrieben sein. Ein gutes Buch muss einen Sinn haben, einen Hintergrund. Es muss gut zu lesen sein. Ich mag es, wenn der Autor mich an die Hand nimmt, wenn ich merke, der hat mir was zu erzählen, wenn er mich mitnimmt in eine Welt, die ich vielleicht noch nicht kenne, und wenn er mir das so nach und nach zeigt und wenn es auch eine spannende Welt ist mit interessanten Figuren, die auch Dinge erleben, die ich vielleicht gar nicht erleben möchte, aber die stellvertretend für mich quasi im Buch erlebt werden, dann finde ich, das ist ein gutes Buch. Dass es fantasievoll auch geschrieben ist, sage ich jetzt mal, dass es auf jeden Fall nicht langweilig wird und dass man sich auch was bei vorstellen kann. Dass die Geschichte spannend ist bis zum Ende. Der Anfang muss auch toll sein, der Beginn. Auf jeden Fall Liebe, Herzlichkeit, ja, alles was toll ist. Für mich gibt es kein genaues Genre, wo ich festlegen muss, das sind die Bücher. Ich lese nur diese Bücher und die alle anderen interessieren mich nicht. Ja, ich lese alles durch die Bank, was mir gut gefällt. Wie schon gesagt, hinten erstmal drauf gucken, was wollen die Leute von mir, worum geht es in der Geschichte. Und dann entscheide ich für mich, gut, das nimmst du mit, das liest du dir durch, oder wir lassen es halt weg. So, das ist dann meine Welt so.